Jeder Morgen beginnt, der Wecker klingelt, man wacht auf, will sich einen Kaffee machen, einen Tee machen, was trinken, hofft natürlich, dass der Kühlschrank voll ist und dass das mit in einer großen Familie oder auch vielleicht in einem großen Haus irgendwie vielleicht besser funktionieren kann, damit immer der Kühlschrank voll ist. Dafür haben sich Jakob, Adrian, Drittmann und Tobias was Tolles ausgedacht, und zwar ihre App Appfall. Ich bitte euch auf die Bühne und the stage is yours. Ja, wir präsentieren euch jetzt unsere App Appfall. Diese App ist halt, wie auch schon vielleicht angedeutet, dient sie dazu, den Einkauf zu effizienter zu machen, zum Beispiel in Wohngemeinschaften oder Mehrfamilienhäusern oder auch Hofgemeinschaften, halt die Einkäufe zusammenzulegen. Das geschieht quasi mit einem digitalen Einkaufszettel, das ist quasi unsere App. Dort werden die Einkäufe zusammengelegt. Da kann dann halt nur eine Person einkaufen gehen für jetzt eine ganze Wohngemeinschaft. Das hat einmal den Vorteil für einen selbst, dass es um einiges effizienter ist. Man muss weniger oft einkaufen gehen, weil das andere manchmal für einen erledigen. Dazu kommen aber auch noch Umweltaspekte. Wie zum Beispiel dadurch, dass man so größere Packungen kaufen kann, hat man weniger Abfall, weniger Verpackungsmüll. Dazu kommt dann aber auch noch, dass man vielleicht weniger zahlen muss, weil unter Umständen kriegt man Rabatte, weil man in größeren Mengen einkauft. Es kommen aber auch noch andere Aspekte hinzu, wie zum Beispiel, dass vielleicht weniger Lebensmittel weggeworfen werden, weil ja die Gruppe es, die Lebensmittel benutzt. Ja, also ich zeige jetzt erstmal die Website. Website, die haben wir über HTML, also der Tobias und ich, haben die über HTML programmiert. Dann die App, einmal für iOS hat der Adrian programmiert, über Xcode, und die Android-App hat der Drittmann über Android Studio programmiert. Ja, jetzt zeige ich euch die Website. Einmal kann man auf Download gehen, da kann man einmal die App runterladen. Das funktioniert bis jetzt noch nicht, aber das kommt noch. Aber den Code kann man über GitHub dann runterladen. Über uns, wie schon gesagt, also wer die App programmiert hat und wie sie programmiert wurde, und dann noch unsere Kontaktdaten. Jetzt kommen wir direkt zur App. Hier sieht man, wenn es funktionieren würde. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir auch schon direkt in unserer App drin. Hier hat man, wie gesagt, kann man sich erstmal anmelden mit einer E-Mail-Adresse, die man zuvor registriert hat. Wenn man dann angemeldet ist, sieht man schon, wie hier links zu sehen, eine Einkaufsliste, auf die man dann Sachen hinzufügen kann. Zum Beispiel nehmen wir mal ein paar Äpfel. Drei Äpfel, sagen wir mal. Also fügen wir mal drei Äpfel hinzu. Das erscheint dann auf beiden Listen, also das sind zwei verschiedene Geräte. Das funktioniert halt alles, wird halt alles hochgeladen. Wir haben das über Teamviewer könnt ihr das jetzt gerade schön sehen, wie das auf beiden Handys schön funktioniert, und das haben wir dann halt über eine Cloud, hat man dann halt, dass es auf beiden Geräten vorhanden ist. Ja, jetzt hat der eine drei Äpfel hinzugefügt, der andere will aber auch noch eine Banane haben, also eine Banane hinzufügen. Das dann auf dem anderen Handy, und es sollte wieder gleich auf beiden Listen vorhanden sein. Dazu kommt dann aber auch noch, dass man diese Listen, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt sich, der eine denkt, ach ja, Banane, gute Idee, ich will auch noch zwei haben, und der die dann jetzt auch noch einträgt, dass das dann schön addiert wird. Wie gesagt, da muss man nicht selbst Kopf rechnen, macht die App für einen. Schon mal ganz nett. Ja, jetzt kann man auch noch einkaufen gehen. Also wenn jetzt einer einkaufen geht, dann drückt er da einfach auf Einkaufen gehen, und dann sind alle Funktionen der App quasi gesperrt, auch für jeden. Also es kann nichts mehr hinzugefügt werden. Und es kann auch keine zweite Person gleichzeitig einkaufen gehen. Verhindert halt, dass jetzt doppelt eingekauft wird, wäre nicht besonders gut. Wenn der Einkauf dann beendet ist, dann kann man die Liste halt, wie gesagt, löschen, weil man halt alles eingekauft hat, und es geht von vorne los.
Ja, das war's mit unserer Präsentation. Wie gesagt, den Code kann man sich auf unserer Website downloaden. Die App steht dort aber noch nicht zum Download bereit. Das kommt noch. Auch eine Web-App war in Planung und wird vielleicht noch hinzugefügt.